Scheiße, ich kriege das mit den Fingern nicht hin. Yeah, Welcome okay. back, welcome back. Willkommen zu High Score Dropout Couch Talk, Episode 5. High Score Dropout. So, es ist mal wieder Donnerstag, es ist mal wieder Record Time. Und diesmal haben wir euch heute einen ganzen Batzen an wichtigen Informationen und coolen Sachen mitgebracht. Ja, und wir wollten diesmal anfangen mit Danksagungen. Unser Dank geht an Ryan für das neue Design, das neue Logo, den neuen Banner. Hammersgeil. Hab tausend Dank dafür. Und außerdem möchte ich noch Daniel danken für seine geile Unterstützung in jeder Lage, egal ob wir streamen, Videos hochladen, ob er zuschaut, liked, teilt, etc. pp. Das neue Logo, das er für unsere Podcast-Previews gemacht hat oder organisiert hat und dass er uns auch dabei unterstützt hat, dass wir ein geiles Intro-Jingle bekommen. Ja, und dann müssen wir noch Christian erwähnen, meinen fetten Arbeitskollegen, der sich auch jeden Podcast anhört und immer ein paar Sätze dazu sagt und sich auch kräftig shared und liked und uns einfach damit ein bisschen, weißt du, motiviert weiterzumachen. Und dann auch ganz besonders meiner Sister Jenny, die mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn es um Podcasten geht, die mir immer viele Ratschläge gibt und auch immer kräftig supportet. Vielen Dank an euch, Mann. So, und dann haben wir natürlich auch noch ein paar News mitgebracht, denn aktuell heute brandneu, ja, und wir müssen drüber reden, weil wir können es nicht außer Acht lassen. Es wird ein Remake von Dark Souls geben für Nintendo Switch. Ja, das ist echt nice, muss ich sagen. Also, ich habe mir eigentlich schon lange ein Dark Souls Remaster gewünscht. Ich habe mir Dark Souls 2 und 3 nur nicht gekauft, weil ich den ersten Teil nicht auf PS4 haben kann. Und jetzt kommt's auf der Switch. Ja, vor allem das Interessante daran ist ja nicht nur, dass Dark Souls auf der Switch kommt. Okay, es wird ein Remake vom ersten Teil sein. Gut, wer weiß, vielleicht haben schon einige den ersten Teil gespielt, wollen es nicht mehr oder. Aber zum Beispiel für jemanden wie mich, der den Kater rauslassen muss, weil der Kater wieder schreit wie blöde und an der Tür rumkratzt. So. Ja, jedenfalls für jemanden wie mich halt auch. Ich meine, hey, ganz ehrlich, Dark Souls ist einfach das Herzstück von From Software und die Spiele von denen, die haben so ein Zauber, das ist abnormal. Also ihr könnt mich ja live sehen, wie ich Bloodborne durchfetze und ja, dann nagt es halt schon an mir, dass ich so Dark Souls die Reihe noch nicht gefesselt habe. Ja, vor allem wird es halt interessant, weil die Konsole dadurch interessant wird. Ne? Also wir haben ja neulich schon mal angesprochen, die Switch. Der Zungenbrecher. Nein, die Switch ist ja insofern auch eine interessante Konsole, weil halt Bayonetta als Exclusive draufkommt. Ne? Also zumindest das Bayonetta Remake kommt ja. Ne? Du hast dann Bayonetta 1 und 2 auf der Konsole mit drauf, was halt extrem cool ist. Und jetzt könntest du auch noch Dark Souls mit unterwegs mit drauf haben. Zusammen noch mit dem neuen Zelda, das ja natürlich ja, Game of the Year 2017 geworden ist. Hättest du da echt ein Sammelsurium an zumindest jetzt vier Games, wo ich sagen würde, ah, ich werde schon schwach für einen Kauf. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aber das funktioniert nur, wenn du schon Bock auf die Konsole an sich hast. Sicher? Weil wenn es also speziell um Dark Souls geht, muss ich sagen, es kommt halt auch dennoch trotzdem für PS4 raus. Ich meine, das Geile an der Switch ist halt eben, du kannst es dann halt überall zocken. Und bei so einem Game ist halt cool, wenn du dazwischendurch deinen Grind erledigen kannst auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit, also in den Pausen. Ja. Und das ist halt cool, Mann. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist halt ein besonderes Feature der Switch, die es halt mitbringt. Genau. Ich persönlich, hey, ich will auf jeden Fall einfach nur das Game fetzen. Deswegen wäre es für mich nicht unbedingt ein Kaufgrund. Aber ich würde es vielleicht auch mitnehmen, wenn ich mir so eine Switch kaufen wollen würde. Also, was hast du nochmal auf der Liste? Bayonetta? Ja, Bayonetta 1 und 2, ne? Dann das Dark Souls Remake jetzt und halt, wenn man die Switch eh hat, dann natürlich auch Zelda spielen. Und Metroid Ja, schon, gell. wird ja auch noch kommen. Metroid kommt dann irgendwann. Ja, da gibt es eigentlich schon, auf jeden Fall auch für mich, schon genügend geile Sachen. Ja. Und ich würde sogar mir Super Mario Odyssey holen, ganz ehrlich, würde ich mir geben, warum nicht? Krass. Ja, Dark Souls, das ist halt das, ich meine, eins muss ich sagen, zu Dark Souls, wenn man jetzt so wie ich mit Bloodborne eher eingestiegen ist, stelle ich es mir, also ich muss wissen, was sie am Gameplay so geändert haben, wenn überhaupt, oder ob es wirklich nur Audiovisual Design ist und so, weil
Weil allein wie schon die Potions gibt's halt, bei Bloodborne ist halt sehr dynamisch, haust einfach Dreieck und dann pumpt er sich rein, kannst auch dabei noch ein bisschen rumlaufen. Bei Dark Souls war es, glaube ich, noch so beim ersten Teil, dass du dich irgendwo hinstellen musst und du musst ruhig stehen und dann musst du dir die Potion geben, musst die Animation halt abwarten und dann kannst du erst wieder was anderes machen. Und das halt übel. Also weißt du, wenn es halt jetzt immer noch so ist, dann weiß ich nicht, ob da nicht viele Leute da ein bisschen abrecken, wenn sie das spielen. So Nintendo Switch Casual Gamer. Wobei Nintendo Games selbst auch sehr, sehr hardcore sein können. Von dem her gibt es auch genug Leute, die Ja. richtig geil drauf sind, Ja. Mann. Die richtig geil drauf sind. Ich bin geil drauf, ich bin auf jeden Fall geil drauf. Das ist ein Juwel, diese Spiele, die Souls-Spiele, auf jeden Fall. So, Gut. das war's, oder? Das war so die wichtigste Topic heute. Ja, vor allem weil es die Scheiß brandaktuell auf den ist, ne? Rest. Scheiß auf den Rest. Gut, okay. Ja, was wollten wir denn heute eigentlich noch besprechen? Wir wollten eigentlich noch einen Ausblick machen über Ey, Q1. das Jahr ist angebrochen, wir sind reingeschlittert, tief rein. Und ja, was geht jetzt eigentlich 2018? Welche Games kommen raus? Es geht schon richtig los in den ersten 3 Monaten, deswegen würde ich mal sagen, gib mal einen kleinen Es wird Ausblick. brutal, ja. Fängt an so 26. Januar, Monster Hunter World. Also wir haben hier so eine Liste, ne, von Games, die uns einfach interessieren. Und es kommt so viel Q1 raus. Wie gesagt, Monster Hunter World fängt an 26. Januar. Eigentlich ein Spiel, womit 2018 schon abgeschrieben ist, oder? Eigentlich ja, wenn du ein echter Monster Hunter werden willst, dann sind die YouTube-Ads von dem Spiel das Letzte, was du siehst, Mann. Von der Außenwelt. Also das Spiel ist ein Brett. Das kann ich euch direkt sagen, wenn ihr. Das gilt übrigens auch für die Souls-Reihe, wenn ihr euch. Weil Dark Souls kriegt ihr jetzt ziemlich günstig alle 3 Teile. Und Monster Hunter ist genau das Gleiche. Wenn ihr euch das geht, dann habt ihr eigentlich für die nächsten 2 Jahre euer Hobby-Videospiel abgeschlossen. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Ihr müsst niemanden damit nerven, dass ihr so viel Geld dafür ausgeht und ihr euch den ganzen Scheiß reinbläst, sondern nein, ihr habt ein Hobby, ihr habt eure Freunde und ihr geht dann zusammen auf Jagd, Mann. Also das ist das ganze Geheimnis. Es ist eine wunderschöne Welt, die ist riesig. Es gibt unglaublich viel zu entdecken. Man kann unglaublich viel Individualität entfalten. Also das kann man schon sagen von den Teilen, die ich gespielt habe. Auf PSP und Nintendo DS und Wii U. Und sogar 360 gibt es einen Teil. Und ja, du hast einfach immer was Neues zu sehen. Neue Monster, neue Outfits, neue Orte, neue Waffen, die du lernst, neue Strategien, die ihr lernt. Und ihr unterstützt euch gegenseitig und geht zusammen auf die Jagd. Das ist mega cool. Also, ich habe schon ganz viele, viele Leute, die sich mega auf das Spiel freuen. Und das ist halt. Es ist halt cool, weil es war halt immer so ein Secret-Ding bei uns im Westen halt. Ja, jeder wusste, es ist geil, aber keiner zockt halt, weil es keiner zockt. Weil es ist halt schon so ein Koop-RPG, weißt du, was ich meine? Du brauchst halt schon 2, 3 Leute, mit denen du es regelmäßig spielen kannst. Sonst ist es unglaublich zäh. Weil es jetzt nicht mehr so ins Gewicht fällt, aber bisher war es halt so. Und dadurch war es halt nur in Japan groß. Japan sowieso, so eine Transitgesellschaft. Deswegen verkauft sich da die Switch auch blendend. Weil die halt sehr viel im Zug oder unterwegs zocken, weißt du, oder abends im Café oder auf dem Campus oder so. Und ja, und jetzt ist es halt endlich mal wieder ein stationäres Konsolenrelease, PS4. Es ist eigentlich die große Chance für die Monster Hunter Kultur, dass sie so endgültig also entzündet, sich entflammt. Also bisher so gebrodelt hier so im Westen und jetzt kann jeder mitmachen. Okay, aber Genau, kannst nur das. 4 Tage spielen, ne? Du meinst, du redest jetzt von der Beta, oder? Nein, ich meinte, du wirst Monster Hunter nur 4 Tage spielen können, weil dann kommt schon das nächste Game auf der Liste. Ja, das ist halt schon das Übelste. Also eigentlich Monster Hunter das neue Hobby, ja, weil ich mache jetzt auch mit, ja. Aber fuck, dann kommt schon gleich das nächste Traumwunschspiel seit 5 Jahren. Das ist Dissidia NT. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist einfach ein Fight-Game mit den Besten der Besten aus allen Final Fantasy-Teilen. Natürlich sind nicht alle dabei, die man sich wünscht, aber es sind massenhaft. Es sind diesmal über 30 Charaktere. Und jeder von denen hat einen eigenen Kampfstil, manche sogar mehrere verschiedene Kampfstile, die du switchen kannst. Und es ist unglaublich deep. Also, wenn du ein Final Fantasy-Nerd bist und ein Fighting-Game-Nerd, kannst du dich. Ein sehr innovatives, strategisches Fighting-Game. Also, kannst dich zu Tode spielen mit diesem Spiel. Und es hat auch. Sieht auch mega geil aus. Das gab es halt bisher auch nur für PSP und kam auch immer dann raus, wenn ich Monster Hunter gespielt habe. Also als ich Monster Hunter angefangen habe, kam auch Dissidia 2 raus. Und schon damals gab es diesen inneren Konflikt, dass ich mich nie bei Monster Hunter ganz drauf einlassen konnte, weil Dissidia die ganze Zeit an mir genagt hat. Ja. Hier möchte ich meinen Bro grüßen, mit dem ich das bis zum heutigen Tag gezockt habe. Wir haben sogar YouTube-Videos zusammengeschnitten von unseren besten Fights und so. Also,
episches Game. Alle, die Eltern und Children den Film kennen, ihr werdet das Spiel lieben. Und ja, da muss ich halt eine gute Balance finden, wie ich das in mein Leben mit einbringe. Gut, okay. Ich habe das Problem nicht, weil ich werde die City ja definitiv skippen. Das ist für mich schon klar. Ja, Bro, das, du musst Final Fantasy Fan sein. Absolut. Ja. Aber für mich kommt dafür am 2. Februar ein interessanter Titel raus, Past Cure. Das ist so ein kleines, wie nennt man das? So ein Movie, naja, ist kein Movie-Spiel, sondern so ein bisschen Movie-oriented, Movie-Style-Game, ja. Was halt so ein bisschen atmosphärisch ist, so ein kleines Psychothriller, Horror, Schleich, Stealth. Game. Gefällt mir irgendwie so auf den ersten Blick. Ich habe mich nicht ganz näher damit beschäftigt. Ist auch kein Full-Price-Game. Kostet eine Vorbestellung gerade mal 30 Euro und so. Aber scheint so klein, sneaky zu sein, ja, und so ein bisschen was für zwischendurch. Ein paar Gruselstunden würde es auf jeden Fall mitbringen. Auf jeden Fall, ja, hat mir auch ein bisschen gereizt, deswegen habe ich es mir auf die Liste gepackt. Ich werde es mir definitiv mal anschauen. Aber zu viel Großes erwarte ich davon jetzt auch nicht, aber ja. Ja, aber sowas ist schon immer mal wieder schön, so ein kleiner Gruselsnack zwischendrin. Da gibt's eigentlich einiges, was ich noch zu Ende spielen möchte. Soma finde ich bisher ganz geil. Mhm. Und Outlast hat auch sich mein Bro geholt zu Weihnachten, ist auch echt mega creepy. Und ja, man, sowas läuft immer gut rein, so kleine Grusel-Adventures. Genau, ich denke auch so in die Kerbe wird das Game schon schneiden. Also hoffe ich jetzt zumindest mal so ein Preview-Videos. Sahen relativ gut aus. Auf YouTube gibt es auch so ein 15-Minuten-Play-Video mit Ingame-Szenen und so. Das sah auch relativ cool aus. Also hat mir einfach gefallen, ne? Und von daher ist mit auf der Liste. Ein bisschen Grusel-Action für zwischendurch. Ja. Bei mir geht es dann erst am 15. Februar, ehrlich gesagt. Weiter. Halt, was 15? Hast du noch was? Ja. Ich dachte, wir sind schon so lange bei PSQ, ich dachte, hier geht die Luft aus. Nein, wir müssen auf jeden Fall noch was dazwischen erwähnen. 6. Februar. Oh, was geht da? Da kommt Shadow of the Colossus raus. Wow, siehst du mal, ich bin schon so von Monster Hunter und Decilia überfordert, dass ich das gar nicht auf dem Radar hatte, Mann. Ja. Komplett weg ist. Vor allem, ich zocke immer noch Last Guardian durch. Ich habe dieses Wochenende 5 Stunden Last Guardian gespielt, Mann. Ich komme erst so richtig rein in das Game. Wir sind schon jetzt schon eigentlich weggeschwemmt worden von dem letzten Jahr und es geht schon wieder gleich weiter. Genau. Und holst du dies hier? Shadow of the Colossus? Na, ich hab den. Es ist ja im Prinzip ein PS2-Game. Davon gibt es ein HD-Remake auf der PS3 und jetzt gibt es ein HD-Remake vom HD-Remake auf der PS4 oder wie? Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich. Ja, es ist tatsächlich jetzt ein Remake. Ja, ein Remake, okay. Aber und wir haben schon auf das HD-Remake von PS3 halt 6 Jahre gewartet und kommen sie einfach mal kurz mit dem Remake. Auf einmal flutscht die Sache. Aber das Studio hinter dem Remake ist ein mega geiles Studio. Bluepoint Games. Also es ist nicht der Sony selber, aber die haben schon sehr, sehr viel mit Sony zusammengearbeitet. Unter anderem eben auch den Remaster gemacht von Shadow of Colossus. Die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie die besten Remasters der Branche überhaupt machen. Also kannst du mal gucken, ja, was die so alles auf dem Radar haben. Auch so Metal Gear Collection und so. Also die sind wirklich Pros. Und das ist jetzt ihre eigene richtige Produktion. Klar, es ist halt etwas, was ein Spiel, was sie halt schon mal geremastert haben. Aber jetzt gibt's halt ein richtiges Remake davon. Auch Gameplay. Ja. Ja, vielleicht ist, das genau der Punkt. Wenn das Gameplay nämlich auch remaked wird, dann ist das vielleicht wieder interessant. Aber dann müsste ich erstmal antesten, wie sich das Gameplay aus wirklich anfühlt. Weil das war so bei mir der Knackpunkt beim Shadow of Colossus Remake für die PL. Oder beim. Ja. Oh, HD Remaster. HD Remaster. Oh, es ist zu viel. Du musst deine Beatbox-Fähigkeiten. Ja, nicht Beatbox. Ja. Genau, da war einfach auf der PS3 war halt das Problem. Du hast halt gemerkt, du hast einen PS2-Controller, so einfach bist du unterwegs. Und ja, das ist halt okay. Das ist halt so, wenn du die Oldschool-Games spielst. Aber das könnte schon ein bisschen aktueller, ein bisschen moderner sein, damit es ein bisschen eingängiger ist. Und wenn es gut umgesetzt ist, dann könnte ich es mir mal vorstellen, es mal anzuspielen. Ich werde es bestimmt nicht Day One kaufen und mir reinlassen, definitiv nicht. Aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, weil viele Shadow of the Colossus einfach noch überhaupt nie gespielt haben und es überhaupt noch nie gesehen haben. Ja, und für die ist es eine richtig gute Gelegenheit, jetzt einfach mal wieder diesen Titel
zu spielen. Absolut, ich finde es sowieso, dass es etwas, so mal ganz kurz mal so eingeworfen, was die PS4 so mit sich gebracht hat und die jetzige Generation insgesamt, ist, dass es jetzt ganz viele so alte Klassiker oder Juwelen gibt, die jetzt wieder groß rauskommen und eine zweite Sehr Chance kriegen. gute Also Überleitung, massenhaft. sehr gute Überleitung zum 15. Februar. 15. Februar! Secret of Mana! PS4 Remake, verdammt nochmal. Hey, ich habe das Spiel nur einen Tag ausgeliehen gekriegt vom Steven in der 10. Klasse. Danke, Bro, falls du das jemals hörst. No hard feelings. Aber er hat es mir nur einen Tag gegeben. Wie kann man einem Jungen ein Spiel Secret of Mana in die Hände geben und es ihm danach am nächsten Tag wieder weggeben? Komm schon, ey, sind wir jetzt Freunde oder sind wir keine Freunde? Was sind wir jetzt? Was soll ich danach über dich denken? Egal, auf jeden Fall war es geil, dieser eine Tag, wie ich das Schwert so rausgezogen habe aus dem Baumstumpf. Und ich hätte gern gesehen, wie es weitergeht. Jetzt, boah, viele, viele Jahre später, ich kann es schon gar nicht mehr rechnen. Also, ich glaube, schon so 18 Jahre später kann ich das endlich machen. Ich habe es letztes Jahr auf dem Super Nintendo noch mal ein bisschen angezockt. Ich fand eigentlich, das ist jetzt mein Problem an der ganzen Sache, ja, an Secret of Mana. Erstens mal kein Online-Koop-Modus, wie ich erfahren habe. Bitterlich. Warum? Also ganz ehrlich, RPG mit Koop-Mode, geil. Motiviert dich durchzuziehen, motiviert dich dran zu bleiben, motiviert dich das Game durchzuziehen. Macht einfach viel mehr Fun mit zwei Kumpels auf der Couch zu sitzen, ja, ein Bierchen zu zischen, auch wenn es alkoholfrei ist. Aber und sich danach oder sich dabei halt dann einfach Secret of Mana reinzuziehen. Geil, ja. Ja, aber das ist einfach, das ist halt einfach. Ich fühle dich absolut, ich fühle dich absolut, Mann, weil das ist die Art, wie wir zocken heutzutage, Mann. Okay, das ist das, was wir uns gegeben haben. Ja, zocken ist unsere Chillung, unsere Entspannung und unsere eigene richtige Welt, wo wir dann wieder wach werden. Genau. Aber hey, Aber das. das Problem ist, ne, aber das, aber ja, du darfst aussprechen, darfst Der, aussprechen. genau, der, weil sie nämlich sagen wollte, so zockst du, so ist es ja auch gewollt. Ne? Deswegen gibt es ja nur den Offline-Koop-Modus. Sie sagen, setz dich mit auf die Couch und zockst. Es gibt aber nicht den Online-Koop. Aber ganz ehrlich, in was für einer Welt leben wir? Jungs, wir haben keine Zeit, uns zu treffen. Ja? Wir haben einfach so selten Zeit, uns zu sehen. Alle meine Freunde sind irgendwo verstreut und keine Ahnung was. Und ich würde halt gerne das Ding auch Online-Koop spielen können. Ganz ehrlich. Aber dann ist es nicht mehr das Ding, was es eigentlich sein sollte. Steffen, das ist einfach bei dem Spiel so. Nein, ich meine, ich habe ja wirklich nur diesen einen Tag gehabt und dann habe ich es halt auf einer Silvesterparty von einem gemeinsamen Homie von mir mal halt das Ende vorgesetzt gekriegt, weil das halt da durchgezockt wurde. Und an so, ich habe auch so meine Eindrücke gesammelt, ich habe auch andere Teile auf der PSP gesehen und so. Der Punkt ist einfach bei Secret of Mana 1, Mann. Es ist halt nicht so eine Art Spiel, wo du halt nebenher das online zocken kannst, weißt du, oder wo das auch gut in den Fluss des Spiels reinpasst. Wir haben jetzt ein Remake aus einem, wirklich aus einem heiligen Spiel der 90er Jahre, weißt du, ein Spiel, was wirklich stilprägend war. Und das wäre dann so verfälscht, so mit Lobby und so. Weil das Spiel ist ja wirklich eigentlich nur ein Singleplayer-Game. Richtig schön mit Textboxen, mit der Geschwindigkeit, mit der du selbst das spielst. Ja, da klickst du dich nicht durch oder so, sondern das ist ja wie ein Zelda. Ja, du bombst es hier rein, liest die Gespräche rein, lässt dich auf die Geschichte ein. Es ist, im Endeffekt ist es wie ein Buch, ja. So diese JRPGs sind wie Geschichten. Und du rennst da zwischendrin rum und machst dich stärker, damit du den nächsten Part erleben kannst. So, du treibst es voran. Du lässt dich dann halt darauf ein. Und das Spiel gibt dir so verschiedene Sachen, durch die du dich darauf einlassen kannst. Und der Koop-Faktor ist ja der, dass seine Freunde, die dabei sind, einfach in die Kämpfe mit reinjoinen können, um dich zu supporten. Also sie sind ja eigentlich nur in den Kämpfen wirklich Ja. präsent. Und das ist halt das Geile, weißt du, ihr zieht euch zusammen diese Story rein und dann, wenn es um die Action geht und es darum geht zu überleben und weiterzukommen, dann könnt ihr euch alle zusammenschließen. Und das wäre zwar nice, das irgendwie online zu haben, aber ich glaube, das ist den Leuten, die sich wirklich darauf freuen, gar nicht so wichtig, weil sie es genauso spielen wollen. Und da ist halt die Frage, weißt du, wie gut man dieses Feature halt einbauen kann. Dass es immer so synkt bei jedem kleinen Match oder dass die anderen halt immer nur zugucken und nur dann mitzocken können. Und Pipapo willst dann Server dafür aufbauen und dies und das, weißt du. Ich weiß halt nicht, ob Ja, das so gut ins Spiel reinpassen würde. ich denke schon. Ob ich jetzt auf der Ja, man Couch sitze, könnte schon was draus machen, aber ist es dann noch Secret of Mana, weißt du? So, sorry, das ist ja bin ich genau der fertig. Punkt. Ist es noch Secret of Mana? Schau dir mal an, wie das Game aussieht. Das ist nämlich mein zweiter Punkt. I love Pixels und ich will meine Pixels haben und ich will nicht so moderne. Ich will diesen modernen. Wir haben neulich darüber geredet, ne? Und wir sind. Ich kann es immer noch nicht beschreiben, aber es gibt so einen modernen Grafikstil, den einfach manche Games einfach haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Low Poly ist oder sonst. Nein, es ist nicht mehr Low Poly. Ich
Ah, ich tue mir einfach so schwer, es zu beschreiben, aber es sieht aus wie so ein Android-Game einfach, so wie so ein Handy-Game irgendwie, ja? So von der Zeichnung her und sonst was und von den ganzen Charakteren her und so. Und Ja, weißt du, du warst da sensibler vielleicht früher, dass so Pixel Art bei dir so Fantasie ausgelöst haben. Also ich finde das immer noch so, das sind richtig geile. Die lösen das aus. Aber der Punkt ist, bei mir lösen diese Games das irgendwie auch aus, gerade weil sie nicht so detailliert sind. echt? Beim Das sind so weich gezeichnete Games, Mann. Und es ist halt räumlicher, ja, es ist dadurch halt zugänglicher und intensiver. Aber es lässt trotzdem noch viel Raum zu, es in deiner Fantasie zu vollenden, so Ja, irgendwie. weiß nicht. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, das sieht so nach, ich finde so, das sieht nach so wenig, nicht zu viel Polygone benutzen, aber ganz viel mit Comic-Texturen oben drüber legen und so. Allein schon die Augen und so, wie die Ja, aber aus. das ist das Geile, die Augen sind das Geile. Wenn sie denn, gut, ich habe das Spiel so nicht in Action gesehen, aber wenn dieser Stil einfach ist, genau das, er ist halt auf Gesichtsanimationen betont und auf Charakterporträts und sowas. Ja, das ist wie so, wenn man so Manga liest. Und das ist eigentlich genau die Ästhetik, die damals die Pixelarts eben angestrebt haben. Ja, da wurde auch alles über die Augen gemacht und über die kleine Mimik. Und das ist auch typisch Japanisches, ja. Hatte ich auch in Clinch-Stimmen letztens. Auf jeden Fall, ja, man muss einfach sehr auf die Augen achten mit denen. Und da kommen die ganzen Gefühle rüber. Und deswegen ist auch da halt diese Manga-Ästhetik halt gewollt. Ja, Und wow. ich weiß halt auch nicht, ich meine, das Coole ist ja, du kannst ja Secret of Mana auch so immer noch zocken, wenn du es so haben willst. Ja, also, jetzt gibt es halt das 3D-Remake und du kannst es ja immer noch zocken. Also, es ist ja überall erhältlich. Du kannst es ja auf Wii U runterladen, Nintendo DS, was weiß ich, Emulatoren. Ja, also ich würde lieber Oldschool Pixel nochmal neu spielen. Bin ich ganz ehrlich. Aber Goodie, sollen wir zum nächsten Thema gehen? Zum nächsten Game Ja, die Frage ist, ob es rauskommt. gehen. Ja, also ich habe Weil, ja, was hast denn du ich noch? hab, Was hast ich du noch hab für Metal dich Gear schon Survive erwähnt ohne mir? draufstehen. Ach ja, das ist mal krass, gell? Du hast es auf der Liste, ich nicht. Das ist schon eine Aussage für sich. Warum hast du es nicht auf der Liste stehen? Weil ich einer von denen bin, die das ganze Fiasko um die Metal Gear Solid-Serie durchgemacht haben, aber es gibt im Internet genug Quellen dazu. Aber es ist Star Wars, was auch immer George Lucas mit Star Wars gemacht hat, es ist nicht vergleichbar mit dem, was Konami mit Metal Gear Solid und auch allem anderen Coolen, was sie hatten, gemacht haben. Aber egal, ne? Trotz allem hauen sie nochmal Metal Gear Survive raus. Und eins muss ich ihnen lassen, immerhin sie versuchen's. Also sie haben schon Balls, dass sie das Spiel überhaupt machen wollen. Und es war ja nicht nur die Leute, die von Konami gefeuert wurden, die Metal Gear Solid gemacht haben, sondern es sind noch viele zurückgeblieben, die jahrelang an der Serie mitgearbeitet haben und die haben jetzt eben die Chance, was Eigenes zu Restart der Serie zu machen. Und das Geile ist an dem Spiel, vier Spieler Koop. Eben. Das ist auch der einzige Punkt, warum es bei mir auf der Liste steht, weil es deswegen interessant wird für mich, weil es halt Ja. Koop-Game wieder ist. Ja, und Vor allem Online-Koop, gell? du weißt, wie es ist. Ein Online-Koop kriegst du halt schneller zusammen. Nein, du weißt, wie es ist. Du kriegst Es ist so, ja, nicht mal einen es ist so. Online-Koop anständig zusammen. Ja, sorry. Also, wie gesagt, wenn uns da draußen Ja, Leute zuhören, die richtig. Koop mitspielen möchten und regelmäßig Zeit haben, bitte meldet euch. Wir suchen immer noch solche Leute. Aber häufig ist es ja Ja, so, Mann, vier zockt mit uns, Leute, Mann, allein das vier geht. Leute, zwei, dreimal die Woche zusammen zu bekommen, das ist echt schwierig mittlerweile geworden. Und ja, deswegen das Offline noch hinzubekommen, das ist teilweise unmöglich. Dann fehlt immer irgendjemand und sonst was und dann geht's halt nicht. Ja, und Ja, aber um, ja. deswegen Koop, ja, Online-Koop. Da kannst du dich nachts um drei, weißt du, alles ist vorbei, die Kinder schlafen schon, ja. Du hast die Party, du kommst von der Party zurück, kannst du trotzdem noch sagen, okay, nachts um drei, Jungs, ich mach die Nacht durch. Ja, Ja, Frauchen, geh schlafen, ich zock. Die Kumpels sind online. Aber das passiert ja auch nicht, gut. Aber du hättest wenigstens die Chance, es zu tun, ja. Nachts um drei hier nochmal rüberfahren, das machst du auch nicht, sorry. Leute, Mann, weißt du, es ist halt wie so ein Ausflug, Mann. Weißt du, wir sind jetzt alle nicht im Sportverein, wir gehen nicht auf irgendwelche Ausflugspartys, Mann. Wir haben ja noch nicht mal sowas wie einen Bachelor-Abschied gefeiert. Aber hey, wir können mal sagen. Du sagst zu deinem Babe, hey Schatz, ich bin ein Wochenende bei Patrice. Ich sag zu meinen Kuscheltieren, ey. Mach's Licht aus, wenn ihr fertig seid. Und
Dann zocken wir einfach mal am Wochenende Secret of Mana, bei dir oder mir ist ja egal, oder bei irgendjemand anderem. Ja. Und dann nimmst du dir auch richtig die Zeit. Es geht schon, weil es ist halt was anderes. Es ist halt ein bisschen was Spezielles. Ja, aber Aber es nicht ist zu halt so viert, ein. nicht zu viert, das ist ja das Ding. Wir zwei kriegen das Ja, ja aber hin, ja, es. wir zwei. Aber zu dritt geht das Spiel auch, Ja. Mann. Aber ja, Online-Koop ist halt zu viert. Das ist halt mega geil, Mann. Das ist auch schon bei. Das ist auch bei Monster Hunter der Punkt gewesen, ne? Das ist halt. Ging ja, ist halt nie gezündet, weil es war immer nur Offline-Koop. Ja. Und wer kommt. Vier PSPs? Weißt du, wer kriegt das schon zusammen? Ich habe Japanologie studiert, da haben wir es hingekriegt. Wir hatten eine 4-Spieler-PSP-Community für ein paar Monate laufen. Aber ja, Mann, für den Durchbruch brauchst du einen Online-Koop. Ja. Gut. Apropos Ja, da kommt Online-Kopf, schon. ne? Genau. Scheiß auf Metal Gear Survive, Mann. Da stehen auch viel geile Sachen an. Also bei mir ist schon Warhammer, ich muss es jetzt mal Ja. rauskriegen. Warhammer. Wann kommt's raus? 28. Also Warhammer, ne? Es heißt ja Space Hulk, ne? Deathwing. Space Genau, Hulk, Deathwing. Space Hulk Deathwing. Im Warhammer 40k-Universum spielt es halt. Genau. Eigentlich ein alter Hut, weil auf dem PC gibt es das Game schon Ewigkeiten. Über ein Jahr mittlerweile, glaube ich. Aber halt. Es kam im November, glaube ich, 2016 schon raus. Ja, aber halt noch nicht für die PS4. Und es wurde verschoben. Es sollte eigentlich im Dezember rauskommen. Wir haben uns tierisch drauf gefreut und dachten so, yeah, geil, jetzt wissen wir endlich, was wir zwischen Weihnachten und Neujahr machen. Wir zocken hier ein bisschen Space Hulk durch. Koop. Hat es 3-Player oder 4-Player-Koop? 4-Player, ist auch 4-Player-Koop, ne? Vier Player, Ja, Mann. geil. Full-fledged Squad-Team. Und Bam. richtig geil, du hast auch unterschiedliche Klassen und so. Also du kannst halt ja, einen Psioniker spielen, der also Magierangriffe hat, dann hast du so einen Terminator-Typen, der so schwere Waffen hat. Ich glaube, nächsten alle haben so eine Terminator-Rüstung an, aber halt einer hat halt so richtige Panzerfäuste und Laserkanonen, einer ist halt so ein Stealth-Typ, also das ist ziemlich nice gemacht. Ja, aber. Und ich meine, was man sagen muss, ganz kurz, die PC-Version war ziemlich in der Kritik, weil manche Sachen halt nicht sehr unstimmig waren, so von der Präsentation und hier und da, und da wurde einiges verbessert anscheinend. Also auch schon auf PC wurde vieles nachgepatcht. Also die Edition, die jetzt rauskommt, ist, glaube ich, auch quasi gleichzeitig ein Patch für die PC-Version. Okay. Und ja, dass sie sich dann auch nochmal die Zeit genommen haben, das wirklich zu polishen und konsolenfähig zu kriegen. Lässt nur Gutes hoffen, weil es war nicht alles schlecht an dem Spiel. Also es hat geile Optik, Mann. Finde ich, so geiles Design, so auf diesen fetten Asteroiden-Raumschiffen, auf denen du so rumrennst, und diese Aliens, Symbionten. Das könnte ein geiler Koop-Shooter sein für uns so. Also man muss ja auch sagen, die ganzen Warhammer-Games, die sind ja nicht immer unbedingt AAA, vielleicht nur A-Spiele. Aber trotzdem, sie haben halt häufig so schon ihren eigenen Charme, allein aufgrund des Universums und das im Koop nochmal durchfetzen, das wäre schon Ja, richtig. das ist eben das Interessante. Also es hat nie daran gemangelt, dass das Universum geil rüberkam. Es waren vielleicht nicht so die rundesten Spiele oder so Spiele, die jetzt so am längsten begeistern konnten oder so. Aber selbst das Ultramarine, dieses Space Marine auf der PS3 und was da so alles kam, die PC-Strategiespiele, die hatten alle Flair. Die hatten alle Flair, also das haben die immer bisher gut hinbekommen. Deswegen bin ich da zuversichtlich. Gut. Ja, da jetzt kannst du, also jetzt ist für mich das schon ein richtig großer Batzen weg. Also ich habe hier schon Monster Hunter DC, Warhammer und immer Secret of Mana drauf. Da muss ich erstmal richtig dran zocken. Ich habe erstmal 6 Wochen Zockurlaub, bis für mich das nächste Must-Have rauskommt. Was hast denn du noch so auf der Liste? Wie das, was ist denn bei dir das nächste Must-Have? Also dein nächstes Must-Have müsste meins. Ist am Ja, 20. okay, gut. Bei mir März, kommt das nächste dann genau. später. Ich habe, nein, wobei ich habe ja davor noch. Ah, das ist nur Erwähnung. Das ist kein Must-Have. Aber 18. März, Devil May Cry HD Collection. Ja, das ist halt schon Aufstieg, gell? Das ist halt nochmal so eine Deko-Collection, Aber ist so. für mich nicht interessant. Ganz ehrlich. Also, wir hatten es ja schon mal mit Devil May Cry und darüber geredet. Das Einzige von der aus der ganzen Serie, dass ich richtig bis zu Ende überhaupt gespielt habe, ist das von Ninja Theory. Also der Devil May Cry Reboot quasi. Und Naja, aber die ich weiß nicht, ob ich alten. das irgendwie so in die Weltgeschichte mit eingehen lassen kann. Ich glaube, wir müssen um irgendwas wetten, und wenn ich dann gewinne, musst du einen Teil durchspielen, einen Teil meiner Wahl. Weil Devil May Cry, Alter, Devil May Cry, der fünfte Teil, er wird kommen. Er wird kommen. Im Sommer wird Devil May Cry 5 kommen. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein Crossover mit dem Reboot Dante. Es wird irgendwas richtig Krankes kommen, Mann. Es ist ein Geheimspiel. Es sollte schon entlüftet werden auf der PSN-Konferenz, aber es ist zurückgezogen worden. In letzter Minute, Mann. Aber ich habe Quellen.
Devil May Cry 5 wird kommen, deswegen kommt auch jetzt die Collection raus. Deswegen haben sie vorletztes Jahr Devil May Cry 4 nochmal remake oder remastered. Boah, ja. Und ey, Steff, ich meine, Bayonetta ist in jeder Hinsicht geiler, aber ist nicht cooler, Mann. Ist nicht cooler, weißt du. Ist immer noch Bayonetta, ist immer noch die sexy Lehrerin mit der Jazzmusik, aber der Dante ist immer noch der harte Typ mit dem Riesenschwert und Industrial Rock, Mann. Naja, wir werden sehen. Vielleicht werde ich da auch nochmal einen Blick reinwerfen. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Erwähnenswert halt, es gibt Devil May Cry, die ersten drei Teile, auch nochmal in HD auf der PS4. Und auf Xbox, glaube ich, auch, aber ja, keine Ahnung. Das interessiert mich. Kann mir. So. Ja, genau. Einfach nur erwähnenswert, weil. Devil May Cry. Weil vor allem, ich komme nachher zum Fazit und deswegen wollte ich es auch erwähnt haben. So, aber jetzt kommst du mit deinem nächsten Riesenbrocken. Und ich glaube, ab dem 20. Ach, das war's schon, ja. Ja, ab dem 20. März werde ich dich nicht mehr sehen. Für keine Ahnung wie viel. Da werden wir wahrscheinlich in Highscore-Jobber-Urlaub gehen müssen. Ihr könnt mich sehen. Entweder in Tokio. Aber auch nur dort, wenn ihr eine PS4 habt und euch in das digitale Kamurocho einloggt. Dem geilsten Stadtteil von Tokio ever. Weil da kommt Yakuza 6 Song of Life raus. Und ich habe nur eins dazu zu sagen. Ich habe wirklich nur einen Satz. Unabhängig davon, was man vom Yakuza-Lebensstil halten mag, ob er gut oder schlecht ist, eines nimmt man auf jeden Fall davon mit. Er wird dich mit deinen Brüdern zusammenschweißen. Okay. Yeah, gut, dass du, ja, Mann, mich auch kurz atemlos. Hast du noch irgendwas auf der Liste, Mann? Yakuza 6 wird das Burner-Spiel. Es wird für mich das Spiel ist Game of the Year, Mann. Schon jetzt. Sicher. Du, wie es mir. Tja. Tja. Das ist, ey. Okay, gut. Meine Religion, ne, Yakuza ist echt verdammt übel, wenn du das die ganzen Jahre mitgemacht hast, ja, das ist wie Game of Thrones, Mann, der ganze andere Scheiß interessiert dich dann halt nicht an dem Tag, wo es rauskommt, ja, und in der, nur, was geil ist an Yakuza, es geht halt ewig, Mann, das ist wie ein ganzer Roman, ja, das ist das Produkt, auf das du wartest, an dem du nagst, an dem du zerrst, weißt du, da ist nichts, was du dazu beitragen kannst, dafür lebst du, Mann, das willst du einfach nur konsumieren, alles gut. So wie die heutige Folge Vikings, die war auch geil. Vikings. Nicht spoilern. Okay, gut. Nicht spoilern, kein Spoiler. Ja, gut. Ansonsten, ich hätte noch zwei Titel auf der Liste. Tatsächlich. Denn am 23. März kommt ein neues Koop-Spiel raus. A Way Out. A Way Out, Mann. Da haben wir schon ein bisschen Begeisterung hier abgekriegt für das Game. Das ist halt auch Couch Coop. Ja. Aber es ist ein EA-Spiel. Das ist das große Problem für mich. Also ich bin schon mal jahrelang mit EA auf Kriegsfuß gewesen, wegen diesen ganzen DLC-Geschichten und so, die mich immer tierisch aufgeregt haben, weil die so teuer waren. Aber Dead Space war einfach so geil, dass ich dann halt auch wieder angefangen habe, Dead Space zu zocken. Und dann gab es halt Mass Effect im Angebot und dachte ich, ja, Mass Effect, guck mal, ist eigentlich auch richtig geil, Mann. Eigentlich hauen die schon auch fette Games raus. Du musst nur ein bisschen warten, so die richtigen rauspicken. Aber ja, dann jetzt mit dem ganzen, was wir ja schon durchgekaut haben letztes Mal, mit diesen ganzen Mikrotransaktionen und diesen ganzen sehr, sehr üblen Algorithmen und Taktiken, die sie einbauen, um die Spieler so abzuzocken, weiß ich nicht, ob ich die Leute unterstützen möchte, Mann. Keine Ahnung. Für solche Leute Geld ausgeben möchte. Vor allem haben sie Projekte kaputt gemacht, auf die ich mich echt gefreut habe. Okay. Und sie zu Money-Making-Machines, weiß ich mal. Also Dead Space Studio ist gekillt worden. Das Star Wars Spiel, was sie in Produktion hatten, ist eingestampft worden. Ganz miese Geschichte, Mann. Weil das hätte ich mir dann schon noch gegeben, so ein richtiges Singleplayer Star Wars. Mhm. Das wäre richtig nice gewesen. Tja, alles. Und ja, Mass Effect haben sie kaputt gemacht mit ihren ganzen Pipapo, Mann. Wie sie die Leute unter Druck gesetzt haben und wer überhaupt daran gesessen ist. Und wenn du jetzt Anthem anschaust, das nächste große EA-Game, was richtig geil aussieht von BioWare. Es ist schon wieder genau das gleiche wie Destiny, so eine Money-Making-Machine. Mhm. Du bist halt eine riesen Welt mit 1000 Leuten zusammen und wenn du das coolste Gear haben willst, dann musst du draufzahlen. Ja. Weißt du, und das ist einfach. Ja. Nee, Mann. Ich will mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben, ey. Und ja, aber das ist der Typ, ne? A Way Out, der ist halt so einer von den Studios, die haben sie halt unter Vertrag und
Der hat sich ja schon ganz öffentlich geäußert, dass das bei ihm halt nicht so ist. Also er hat nicht irgendwelche komischen Sachen in seinem Spiel. Er hat einfach nur ein Spiel gemacht, sie haben ihn unterstützt und fertig. Ja, vielleicht ist es auch ein Punkt, vielleicht sollte man genau dieses Game kaufen, um EA zu zeigen, hey, euer einziges Game, das erfolgreich war, war das Game, aus dem ihr keine Money-Making-Machine gemacht habt. Ja, das wäre eben das, gell? Das wäre eigentlich so ein richtiger, so ein wohlwollender Gegenschlag quasi. Ja. Hier, schaut mal. Das ist ein geiles Game, das supporten wir gut gemacht. Jetzt macht weiterhin Genau, sowas. nichts Hört anderes. auf mit dem Scheiß, Mann. Genau. Ja, es bleibt auf jeden Fall interessant. Also, mich reizt einfach so die Story-Aufmachung von dem Game. Und wie gesagt, sieht nach einem guten Koop aus. Müssen wir mal gucken. Vielleicht werden wir ein Special dazu machen. Vielleicht werden wir es zusammen durchzocken und ein bisschen streamen oder so. Mal gucken. Ja, eben, das als Ja. es. Dann hätte ich noch Ich einen. hatte noch tatsächlich eins Ja? am gleichen Ah, Tag, ne, ja. würde ich kurz einbauen. Okay. Ganz vergessen, Ni no Kuni 2. Okay. Für alle Studio Ghibli-Fans unter euch, ein wunderschönes RPG. Also den ersten Teil gibt es auf PS3. Der ist auch schon hammers, also auch mit der Musik von Joe Hisaishi und sowas aus den Ghibli-Movies. Und das ganze Studio hat, das ganze Animationsteam war daran beteiligt. Ganz kurz, Und die Leute, das sind von Dragon ganz Quest, kurz, ne, ganz die kurz, Macher, ganz kurz für genau. diejenigen, die Studio Ghibli nicht kennen oder mit dem Spiel nicht viel anfangen können. Nenn doch mal ein, zwei berühmte Animes von denen. Prinzessin Prinzessin Mononoke? Mononoke, auf jeden Fall. Genau. Boah, da gibt es Tausende. Das wandelnde Schloss. Ich liebe Pompoko noch dazu. Chihiros Reise, Mann, das war auch Genau, ein Brett. genau. Und Ja. das sagt vielleicht auch Leuten was, die mit Studio Ghibli als Namen an sich nichts anfangen können. Genau. Sorry, ich bin hier in meinem Nerdverse, wie ihr wisst. Ja. Jedenfalls, ja, das ist ein wunderschönes RPG mit einer schönen, fantasievollen Story. Mega traurig, auch der erste Teil, wie er anfängt, halt zumindest. Ich bin noch nicht so weit mit dem ersten Teil, jetzt kommt schon der zweite. Aber ja, ist auch durch die Bank weltweit beliebtes Spiel, also ist ein richtiger Hit. Und für die ganze Familie eine hammerste Story, glaube ich. Wenn man sowas mag, ne? Dieses Prinzessin Mononoke-Style. Ja. Ich kaufe mich noch durch den ersten Teil für die nächsten 2 Jahre. So, und was? Was ist dein nächstes Game? Mein letztes Game einfach nur noch erwähnenswert, weil ich denke, es wird für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen und natürlich auch 2018 ein großer Blockbuster werden, Far Cry 5, das am Far Cry 5, ja. 27. März kommt. Ja. Ich rieche es schon, es ist wieder ein Es ist wieder ein Koop-Spiel, Koop-Spiel. genau. Du willst mit mir spielen, ne? Du willst mit mir spielen. Ah, Ich spiele auch gerne mit dir, Onkel Steff. herrlich. Ja, aber das ist genau nehme ich mein Fazit aus der ganzen Liste bisher. Wir sehen extrem viel Remakes oder Neuauflagen oder Koop-Spiele. Und im ersten Couch Talk habe ich noch beschwert, es gibt zu wenig Koop-Spiele, aber jetzt kommen Koop-Spiele en masse. Jedes Spiel hat In einen Koop. Massen, Mann, in Ja, Massen. Wir müssen echt gucken, was wir hier priorisieren, Was Mann. ist da los? Was ist da los? Haben die etwa auf mich gehört oder Ja, vielleicht hätte ich gar nicht beschweren müssen. Vielleicht. Ja, aber es was? kommt halt so auf einmal, das war jetzt 3 Monate, Mann, und wir haben jetzt schon wieder, wie lange geredet? Fast 40 Minuten, ey. Ja. Und fuck, also Monster Hunter, ich denke mal, das wird uns erstmal wegblasen, weil sichere Sache, Monster Hunter wird gekauft. Wer am Start ist. Jedes Wochenende bin ich auf jeden Fall am Start. Unter der Woche weiß ich nicht. Ja, also Monster. Weil ich muss parallel Dissidia fetzen, das hat er auch, ne? Koop-Mechanik. Also kannst du ja auch Tag-Team spielen. Ja. So 3 gegen 3 und so. Ist auch abnormal, Mann. Und dann Warhammer und Secret of Mana eventuell. Und ja, schon. Geht schon übelst ab. Dann hier Way Out. Genau. Also auf jeden Fall, das Quartal 1 ist voll. Übelst, Da ist Mann. keine Chance, Gott, das reicht schon wieder eigentlich reicht Q1 schon für Halbjahr 2018 locker. Vor allem, ich wollte noch Platin Yakuza 5 holen, bevor ich Yakuza 6 anfange. Ja, dann Ja, halt Mann, dich das ist ran, Bro, halt dich ran. Scheiße, das wird abnormal. Okay. Gut. Mal sehen, was ihr so zockt. Ich bin fertig für Ich bin heute. auch fertig. So, genau. Schreibt uns in die Kommentare, was ist euer Game fürs Q1 2018? Holt ihr noch alles aus 2017 nach oder ja, werdet ihr euch auch Monster Hunter holen oder was wird euch die nächsten paar Monate beschäftigen? Lasst es uns wissen. Ja, Mann, wäre mal cool, so die paar Leute, die uns zuhören, die uns mal sagen, was ihr so zockt eigentlich so. Okay, ganz kurz noch. Egal, ich hab's vergessen, hör mal auf. Doch, nein, ganz kurz noch.
Steff, Ja. spontane Eingebung. Lass uns doch so einen Ausblick auch mit Movies machen. Ich habe extrem Redebedarf über Movies. Ich habe ein paar Trailer mir reingebombt für 2018. Wow. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Mann. Next time? Next time, Alter. Okay. Movie-Ausblick. Next time Let's do it. Movie-Ausblick für Q1 oder für 18, je nachdem. Ich glaube, ich brauche 18. Ich glaube, ich brauche 18. Highscore Dropout.